Ah, wie ein feiner Herr also aussieht, gell? Ja, guck mal, wie du feiner Herr aussieht, du. Wie du feiner Herr also aussieht, gell? Hm. Das ist natürlich die Frage, auf was für ein Surfer gehen wir dann. Probieren wir doch noch mal den Ozean, der war doch mal ganz lustig. Ja, ich mag das so gegen 7 Leute zu spielen. Gut, mehr vertrage ich auch nicht. Mehr überfordert mich. Echt? Hm? Von der Unterforderung her? Ich habe ja immer so ein Glück, dass die plötzlich hinter mir spawnen. Oh, ich war jetzt so deprimiert, es gab einen großen Stand Baumkuchen. Frisch gemachter Baumkuchen, weißt du, so große Rollos am Stiel für 4 Euro mit Kokos oder Vanille oder Schoko. Oh, die Schlange war den ganzen Tag über so lang, ich nie war es so, dass ich gesagt habe, jetzt stelle ich mich für 10 Minuten an. Das war Wahnsinn. Ich wollte unbedingt so welche mit nach Hause nehmen, aber jetzt war die Schlange so lang. Da bin ich extra ein paar Cosplayerinnen sehr engen Lederklamotten hinterhergelaufen, um mich ein bisschen abzulenken, aber die Schlange wurde nicht kürzer. Ja, wenn du da heißen Cosplayern hinterher rennst, da ist auch die Chance größer, dass die Schlange größer wird. Also. Ja, ich bin ihnen ja hinterher, weil ich dann wusste, dass das vielleicht andere das auch machen. Und dann entfernen wir uns gemeinsam. Und im richtigen Moment drehe ich mich um und schnapp mir dann alles da. Noch nicht. Oh, ich habe mal eine neue Piste. Schön. Hast du mal versucht zu schreien irgendwie? Oh mein Gott, das ist doch Gronkh. Mal gucken, ob es funktioniert. Bei einem Typ dachte ich echt, der wär's, weil Kong hat sich ja gerade die Haare gefärbt. Mhm. Und der sah halt genauso aus. Ich dachte so, aber er war's nicht. Ich hab ganz laut Cray Cray geschrien. Er hat nichts gesagt, also war er's nicht. Neue Piste kann man auf Vollautomatik stellen. Gott, baller dich durch. Also ich brenne. Und jetzt stelle ich mich hier an die Seite und... Oh ne, jetzt ist hier eine Pistole. Alter, ist die laut! Jetzt schieß halt mal nicht alles auf mich, ich bin da empfindlich. Ist das so laut, die Waffe? Rein von der Struktur, ey! Boah, wie die Hals hier! So ein Schalldämpfer drauf, das ist ja... Falsch über das ganze Feld. Aber von Reichweite her, also auf die Entfernung trifft die ziemlich genau. Ja, das ist ein Präzisionsschuss, du alte Hütte, du. Aber wenn ich so direkt vor dir stehe, stimmt das Fadenkreuz gar nicht mehr. Matrix! Wow! Ich muss bei der Pistole zu viel nachladen, das nervt. Deswegen müssen wir ein erweitertes Schnellnachlademagazin reinmachen. Ich hätte gerne ein Endlosmagazin. Aber ich habe mich ja jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Gestern und vorgestern jeweils eine Stunde mal Laufband und Fahrrad und so, ne? Gleichzeitig. Ne? Da ist er mit dem Fahrrad aufs Laufband gegangen, weil da kann er die Stufe ganz hochstellen. Richtig. Da ging es ab wie Schmitz Katz, als ich noch jung war. Das Schlimme war an der ganzen Sache, jetzt bin ich ja heute auf die Comic-Con. Ne? Meine Freundin und ich so, ja. Freitag gehen wir mal zum Gucken. Und dann hat er gesagt, ja, er hat so wenig Leute da. Wir können Freitag einfach mal so reinschnuppern und ab Samstag zählt dann das Probetraining. Dann hat er gesagt, ah, dann müssen wir aber Samstag nochmal hin. Sind wir Samstag wieder hin, hab's nochmal gemacht. Haben gesagt, ah, viel merkt man nicht in den Beinen. Ja, heute Morgen. Weißt du, gestern Abend noch im Garten rumgeturnt und alles. Tibus feiert mit Täter. Und jetzt habe ich heute gedacht, ich komme keine Stufen mehr hoch auf den Treppen. Das war Wahnsinn. Sollte sein Körper nicht überfordern. Wir fliehen gerade über die Ruinen drüber. Deswegen werden hier viele rausgehen. Wir aber auch. Jump it! Oh, das ist einiges abgesprungen. Springt immer noch einiges ab. Ja, aber wir an die Ostküste sind. Das ist mein Ziel. Boah, hier springt gerade richtig viel ab.
Ruinen gehen 4 runter. Okay. Können auch 6 sein. Ich weiß nicht, wo die anderen hin wollen. Ja, das ist jetzt ganz doof. Da geht auch einer auf die Lagerhalle runter. Ja, eine, zwei, also ein Team geht scheinbar Richtung großes Küstendorf. Hier sind mir überall zu viele. Ach, das ist, ich habe letztens mal in der Dämmerung gespielt, das macht auch Spaß. Sieht einfach optisch ziemlich cool aus. Du musst jetzt sehen, dass ich hier runterkomme, bevor die gleich aus der Halle raus. Jetzt hier hin und dann würde ich sagen, direkt Richtung Südosten weiter. So, jetzt bin ich niedrig genug. Wenn die nämlich in der Halle schon Waffen finden und ich komme direkt neben dran immer noch mit Fallschirm runter, dann haben die mich abgeschossen, bevor ich gelandet bin. Ich hab einen Buggy. Das ist auch schon mal ganz praktisch. Praktikabel. Na, der Praktikabel. Guten Tag, mein Name ist Abel. Wie bitte? Praktikabel. Ja, der fällt auch nicht weit vom Stamm. Das ist immer ganz praktisch. Deswegen ist es ja der Praktikabel. Der Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, hey, Apple. So, wir müssen natürlich eine ganze Ecke nach Süden. Jetzt nice an der Stelle für die Leute, die jetzt ganz im Norden runter sind. Alles Mögliche gefunden, nur Schrott. Aber wie gesagt, ich habe einen Boogie. Ich kann dich abholen, dann können wir hier nach Libowka runterfahren. Mhm. Da looten, bevor wir ganz nach unten gehen. Wäre doch eine Idee, oder? Ja, ich werde ja sowieso sterben, aber. Aber das kann man ja noch ein bisschen rauszögern. Das. Hätte ich jetzt nichts dagegen, ne? Ich hänge eigentlich meistens an meinem Leben, aber... Da würde ich jetzt auch nicht überall loslassen. Ja. Das kann tödlich enden. Jetzt hier einfach mal in ein Haus reingeguckt, wo nichts drin ist, ne? Ich hör't kommen! E-Beams! Hoppla! Läuft! Mhm. Also fährt sogar. Sollen wir da kurz noch halten? Ja, können wir eigentlich machen, oder? Naja. Dass wir nicht ganz unbewaffnet weiterfahren. Ich hab im Moment noch gar nichts. Also. Gar nicht. Ich hab schon 4 Versuche und Energy Drink. Mhm. Also ich sehe mich auf der Gewinnerseite. Wenn ich sage, ich hab gar nichts, meine ich auch gar nichts. Aber wirklich nichts. Ach, jetzt geht er wieder gar nichts los. Aber so komplett wie empty. Jetzt habe ich zumindest mal einen Helm. Und einen Rucksack. Ich habe jetzt eine Piste. Hier liegt ziemlich viel Einzelzeug rum. Noch keiner sein, die man Rucksack, Weste, Mikro-Uzi. Ein Vibrator, Stoffhandschellen, und Munition habe ich. Nichts, wo ich sie reintun kann, aber Munition. Also von Gefährlichkeit her, Stufe 3. Bist eine richtig böse Möse, bist du. Oh, man kann das Rotpunktvisier jetzt auf die Pistole machen. Hi. Hi, hi. Nimm ich mal eine Blendgranate, habe ich wenigstens irgendwas Gefährliches. Hi. Ja, wenn du die wirfst, hängt bei mir das Spiel, das kann tödlich enden. Was? Ja, bei Blendgranaten hat sich bei mir immer das Spiel aufgehängt. Achso. Dann werfe ich doch jetzt mal direkt ein und guck mal, was passiert. Jetzt mein Loot, hä? Meinst du, der ist gut? Mein Loot. Epic Loot. Ach, ne, Stufe 2, Graf Krotz. Ja, das ist wichtig, wenn man Blendgranaten schmeißt. Du bist eine Blendgranate. Übrigens habe ich Blendgranate mit 9mm Munition.
Aua, das ist ja quasi eine Splitter und eine Blendgranate. Ja, ich muss es eigentlich nur noch kombinieren. Ich weiß nur nicht wie. Ja, da musst du das erstmal skillen. Ach so, okay. Da steht ein Sheep. Auf dem Flur. Der könnte aber schon nicht mehr da stehen. Ja, ist ja ab jetzt eh so, dass du es nicht mehr sehen kannst. Da hat man ja geschrieben. Naja, eigentlich lesen. Bin ich schon eine Frechheit. Ich hab mich direkt beschwert. Ich hab gesagt, das zerstört mein Konzept. Ja. Hätten sie wenigstens mal vorher bei uns anfragen können, ob wir so weitermachen wollen. Ja. Jetzt habe ich da schon mal Pistol für meine 9mm. Das ist ja nett. Naja, das ist, Das ist. Wie lustig das aussieht, wenn man Pistol mit dem Red Dot zielt. Das ist auch von der Niceigkeit her sehr angemessen. Ah, erste Hilfe-Koffer. Das nennt sich, glaube ich, M416 hier. Wir haben letztens eigentlich eine richtig schöne Solo-Runde mal gehabt. Sechster geworden. Habe am Ende von der Military Base Insel über die Brücke gemusst. Habe auf der Brücke gelegen mit einer SKS. Und einem Vierfach-Scope. Und habe mir Sniper-Duelle geliefert. Am Ende hat mich dann die Wand erwischt. Aber gekämpft habe ich gut. Ja, also bei mir läuft das ja ungefähr so. Ich konzentriere mich auf, ich sage mal, 80% des gesamten Horizonts. Hier liegt noch ein Helm Stufe 2. Ja, und dann kommt aus den 20% ein Hinterhalt. Ach schön. Ja, das ist. Da weiß man, was man hat. Und wenn ich mich dann hoch. Jetzt hat es aber ja kurz geleckt hier. Wenn ich mich dann bewusst umdrehe und sage, guck mal, jetzt nehme ich aber die 20%, wo sie mich erwischen, nehme ich mit ihr in den Blick. Dann sind es halt andere 20%. Ja, 20% gibt's immer, das kenne ich. So, das ist doch auch mal eine gescheite Waffe hier. Schöne Crossbow. Ach gut. Bei 7 Days musst du erst ewig skillen, bis du den kriegst. Schande übrigens noch gar nicht. Ja, den Scheiß brauche ich doch gar nicht, ich nehme nur Platz weg. Den kann ich dann nicht drauf machen, nee. Das hätte er mir ja gesagt, wenn das ginge. So, ich hab ein 1A Rotbusch-Visier. Ach, wie schön, ein Busch. Ja. Die Busch. Der Schnellwichse Magazin. Ist was für ein Atme. Oh, konträr Moppeltitte. Oh, so Moppeltitte, muss ich sagen, stehe ich gar nicht so drauf. Also von mir aus müsste die nicht so groß sein. Wand kommt, zurück zum Auto. Wo war denn das Auto? Nicht hier! Verdammt weit weggeparkt, kann es sein? Oh, die Wand sieht aber schnell aus. Ja. Oh, die Wand sieht scheiße schnell aus. Deswegen brauchen wir ja Audi Auto. Und los. Aua, ich hab Schmerzen. Aua, ich verblute. Aua, mein Nabel juckt. Nabel. Oh, wir sind knapp schneller als die Wand, wenn du weiter durchziehst. Wow. Ja. Nein, das ist geschafft. Wir fahren gerade auf den Berg zu. Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen Abstand. Das kann ja so weit nicht. Kann schon weit sein. Ja, da ist die Military Base drunter, das ist eine Klippe. Also da müssen wir drum rum, da können wir nicht drüber. Oh shit. Ah, wenn ihr jetzt langsam schon mal leicht rechts geht schon. Ja, bin ich schon vorbei. Ja, geil. Nein, wann hast du in der M16? Ah, hab ich doch hier 16 gefunden. Ich war so aufgeregt, gell?
Ei, das ist aber. Doch, das ist ein M16, genau. Scheiße! Schaffst du! Links und geradeaus und durchziehen und. Ach, bitte, läuft's. Bitte! Au! Das gibt's doch gar nicht! Und links und da drum rum und jetzt geradeaus und durchziehen, zieh. Oh, ich spiele gerade auf dem Klo. Und spring und flieg! Oh, flieg nicht. Okay, schade. Downhill, Action. Jetzt now. Der Sprit leer geht. Das ist so ohne Rücksicht! Das ist so arschgefährlich! Wir schaffen's! Wir hätten uns für den Film Suicide Squad engagieren sollen. Na, das geht nicht. Bei mir heißt die Folge schon Suicide Squad. Wir müssen uns was Neues überlegen. Scheiße. Sie haben sich, glaube ich, hier ein wenig verfranst. Biege sie links ab. Ne, da kommen wir doch irgendwo durch. Was machen sie denn? Sag, sie sind ja. Ich komm hier kennst du mich. Ja, da geht's doch vielleicht. Und da hinten, dann geht's nicht. Aber da vorne geht's vielleicht. Sag mal, wo fahren sie denn? Boah. Oder links, da links. Durch die Stadt, doch nicht da links. Ist doch zu weit links. Wo fährst du denn hin? Ich häng fest. Fahr doch rückwärts wieder raus. Du sollst doch die Straße lang sagen, Simon. Ich habe den Visier. Ich schieß alles weg, was im Weg steht. Guck mal da vorne, da sind wir wieder drin. In 3, 2, 1, ein halber drin. Und? Dann fahr doch geradeaus, so treffe ich doch nicht! Scheiße, ich muss nachladen, fahr weiter! Ja, was soll ich sonst machen? Bremsen! Hinter uns sind auch welche! Die haben sich gerade überschlagen! Ach du Scheiße, was ist das hier? Mad Max Fury Road oder was? Wo ist das Moped hin? Ich konnte nicht gucken, ich war hin. Keine Ahnung, Martin. Aber ich hab den ganz viel getroffen, dem geht's nicht gut. Gut, uns geht's jetzt auch nicht so gut, aber darum geht's jetzt nicht. Ich hab jetzt gar nicht so viel Heilung einstecke, wie ich's bevorzugen tät. Glaub ich auch nicht. Für die Freiheit und die Black Pearl, Marlin. Wo fahren sie uns da jetzt rein? Ja, auf die Base. Was? Ich bin hier noch nie gewesen. Aber sie töten uns doch, sie schießen! Die haben sich im Dixie-Klo versteckt. Die das Schweine! So gemein. Ja, das stinkt mir aber gewaltig. Hier geht's rein! Ab was? Verteilen! Ich teile gern! Ha! Gut! Ich hab den ersten Hilfekoffer gefunden! Gut verteilt, Martin! Ich habe einen Shotgun gefunden! Oh, ich könnte mir eigentlich hier mal die Weste nehmen, eines bestimmt im Sack. Oh, ich hab die bessere Shotgun gefunden. Ja, wir haben die Military Base quasi gesichert. Nicht wirklich. Doch, doch, wenn jetzt nobody moved, auch nobody died. Sag mal, wie hoch ist denn dieser Kackturm hier, sag sie mal. Ach du Scheiße. Oh, Kackturm. Ist das ein Kackstift? Aus Metall. Die müssen sich jetzt hier jede Tür aufschießen für den Fall, dass da einer hinter sitzt. Aber keine Heilung hier für mich. Aber ein Luftklapp. Ich schmeiß mich einfach flach auf den Boden, dann können die mich schon unten nicht sehen. So. Der Kopf hier, Bernd. Ach, eine UMP. Er ist aber voll durchgebrettert.
Okay, meine Weste hat zum Glück nichts abgekriegt. Ich habe jetzt eine neue geholt gerade. Ich habe halt jetzt irgendwie auch nicht mehr viel Muni für mein Gedönse hier. Rotflintenwürgebohrung, das ist hier Nautet, was ich zu schätzen weiß. Jetzt schauen Sie gerade mal auf die Map. Wir sind recht mittig, ich werd Depp. Kommen Sie her, von Norden kommen Sie eigentlich, oder? Und wenn Sie kommen, laufen wir, oder? Weiß was machen nicht. Wir? Weiß nicht, ich liege hier oben rum und schon ein bisschen Schiss. Ich hab nicht mehr viel Muni. Ich sitze im Badezimmer. Ja, ich bin noch ganz oben auf, aber ich trau mir nicht, mich so weiter zu moven. Aber eigentlich bräuchte ich Heilung und Muni. Geil. Aber ich hab hier oben halt auch einfach, muss man sagen, einen geilen Blick. Hat eine Scar gefunden. Und sie trägt einen Namen. Ja, schön, genau das ist es nämlich. So. Machen wir doch die. Die UMP machen wir auf Vollautomatik. Die Scar. Einfach Schuss. Schnippen. Ich versuche zu sehen, ob hier was kommt, aber ich sehe nichts kommen. Da kommt ein Fluchtzeug. Ein Fluchtzeug? Hoffentlich flieht damit keiner. Ja, das weiß ich halt nicht so genau, ne? Ich hab die neue Pistole gefunden. Welche Farbe? Ich dachte, du fragst nach der Stufe. Das wäre jetzt so einfach. Das wäre ja. Ja, lass mich jetzt überrumpeln. Farbe weiß ich nicht. Ich scheue mir hier gerade voll die Kniewund. Ich gehe gerade durch 40 Räume. Ich garantiere dir, in dem letzten, den ich noch reingucke, nur mal schnell noch, sitzt dann einer drin und grinst. Danke, dass sie für mich das Gebäude gelootet haben. So, du bist da hinten auf dem Dach oder wo? Wo bist du? Hier oben. Ach du Scheiße. Hier oben, guck, siehst mich. Sehr gut, gib mir Deckung, Martin. Das ist doch super, wenn ich schon mal an der Spitze hab quasi. Siehst du, wie ich mich taktisch ohne bewege? Das bin ich. Ja, ich sehe dich, seh ich. Jetzt kann ich aber nicht mehr ins Haus einsehen, aber ich guck drumrum und sehe gerade nichts so. Im Haus gehe ich über, sieht's auch friedlich aus, zwischen Container ist nichts. Jetzt kommt der da wieder raus. Hat er kurz Kuckuck gemacht? Ja, ich hab kurz Kuckuck gemacht. Ich hebe blitzartig das Feld scanne, du. Zack, 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 zack. Die militärische Präzision allein in den Worten. Ein Gedicht? Du bist ja schon längst woanders gerannt. Ich steck als das Häuschen, in dem du gar nicht mehr drin bist. Eieiei. Hauptsache es ist zugedeckt, damit es nicht friert. Gut, lege ich mich wieder hin. Sag mal, was die stand, ach, der Kringel ist auch immer noch sympathisch. An sich. Ja, unsere Position haben wir gülden gewählt. Ja. Wenn oh, jetzt höre ich Schüsse. Schätze nur die Muni dafür hätte. Was für ein Muni-Typ brauchst denn du? Also die ich immer benutze, wenn ich sie benutze, das ist die. Du weißt, welche ich meine. 556er. Da habe ich jetzt natürlich auch nur 120 Schuss. Ja, ich traue mich hier oben nicht runter, weil ich genau weiß, in dem Moment, wo ich jetzt runterrenne, dann kommen sie gelaufen und schießen mich weg. Ich warte ja auch auf den Moment, wo ich jetzt über den Haufen geschossen werde, weil es gerade so entspannt ist. Wir halten jetzt ja der Basis in unserem eisernen Griff im Prinzip.
Ja, nur das. Unantastbare Taktik. Das ist bei mir der Griff, die sonderlich eisern ist. So nicht sagen. Oh, da ist ein Vogel. Meinst du, den treffe ich? Ich hab so einen Munitionsmangel. Ich schieß mal auf Tiere. Und das ohne Schalldämpfer, damit auch alle anderen genau wissen, wo ich bin. Hast du nicht gesagt, dass du immer noch keine Heilung gefunden hast? Ja. Könnt ihr geben, ich hab alles dabei. Ja, ich trau mich hier doch nicht mal runter. Ich hab einen Haufen Munition auch für dich. Aber ich trau mich hier doch nicht mal runter. Bin doch einfach zu dem Gebäude, in dem ich bin. Ja, weißt du, wie lange das allein dauert, bis ich hier die Treppe runtergelaufen bin? Ja, am Ende musst du das entscheiden. Aber ich hab eine Sanitätstasche, da bist du auf einen Schlag wieder bei 100% Leben. Ich renne, ich renne. Ich trau mich. Ah, so mutig, ich trau mich, ich trau mich, aber bitte hau mich. Wenn du bei mir bist, bist du nämlich gleich auch im nächsten Kreis so gut wie wieder drin. Oh Gott, da war die Treppe beim Hochlaufen auch so lang. Ja, auf der Flucht fühlt es sich immer länger an. Ich hab halt meine Position schon gemocht. Wo komme ich denn bei dir rein? Also haustechnisch. Haupteingang. Ja. Und dann geh am besten dahin, wo ich gerade bin. Ich dachte die Treppe hoch erstmal und du bist. Ja. Drin. Weil ich sitz gerade auf dem Haufen Munition für dir. Für dich. Hi. Ach Gottelle. Ach, guck an. Ist ja schon wie sie was hier. Mach die Tür zu. Oh! Ja, ich mach die Tür zu! Wieso? Hier. Jetzt hab ich schon Haufe Muni. Und jetzt geht's mal wieder ein bisschen besser als wie vorher. Jetzt wäre ich halt gern wieder oben auf meinem Dingens drauf, weil hier drin in dem Häuschen. Ja, oben wärst du aber raus. Der Kreis ist nicht mehr da. Stimmt, stimmt, hast ja recht. Ja, wir sind aber auch nicht im Kreis. Wir sind aber nur unten eine Tür raus. Ja, wir müssen aus dem Haus raus. Halt überlegen, wo wir dann hinrennen. Warum hast du die Tür zugemacht? Falls jetzt gerade irgendein Team auch denkt, die looten auch schnell das Haus. Ach so. Das heißt, guck gerade mal raus, ob ich irgendwas sehe. Von Vorteil, eventuell die Türen im Blick zu behalten. Also ich sehe da unten mal noch keine Bewegung. So. Wir überlegen, wir machen nur den minimalistischen Schritt eins weiter zwischen diese Hecken und die Mauern da, genau vor uns. Da. Mal hier aus dem Fenster rausgucken nach rechts. Das sind ja, so. Ja, meinst du, das reicht, ja. Da wären wir drin, ja. Ja, aber der Kreis bewegt sich schon. Ja, dann gehen wir jetzt runter. Kommen wir hier zur Tür raus oder müssen wir? Müssten eine Hintertür geben. Wenn nicht. Ja. Ja, reicht. Ob von hinten einer gerannt kommt. Schießen sich aber immer noch auf, ne? Oh fuck. Nicht schon wieder. Ich war schon mal auf der Seite, als da musste man mit übers offene Feld. Voll das Rollfeld rein, ja. Ja. Ich würde sagen, wir schlagen uns erstmal durch den Container durch, hinter diese komischen Behälter und versuchen hier auf unserer Seite zu bleiben. Dahin. Ich hab's mal auf der Map. Ja, okay. Das hier sind die Container. Genau. Ich hab den Punkt gelb markiert, dass wir können auf der Seite bleiben, ohne übers Rollfeld zu gehen. In den Kreis kommen. Oh Gott!
geht das ab? Ich glaube, ich ein bisschen mehr Tempo machen. Naja. Mehr Tempo ist gut, aber nur nicht leichtsinnig werden, ne? Ja, deswegen habe ich links die Mauer. Ja, wenn von rechts nichts kommt. Gerade sagen, jetzt sag mir noch, mir kommt hier nicht durch. Ich hab V gedrückt wie bei DayZ, deswegen. Ja. Das ist beste Stufe 2, wenn du eine brauchst. Zeit. Nur da hoffen, dass wir hier nicht erwartet werden. Immer hinter uns nix. Fuck, vor uns! Genau vor uns an der Mauer! Genau in meine Laufrichtung an der Mauer. Ich seh's! Ach da, jetzt hab ich nur erst gesehen. Scheiße. Scheiße. Ach, ich seh die immer nicht. Mist! Ich hab die ganze Mauer lang geguckt, ich hab den nicht gesehen. Das gibt's ja nicht. Ja, der war aus deinem Blick wahrscheinlich genau auch hinter der einen Säule. Ja, ich hab ihn dann, nee, ich hab ihn dann im letzten Moment schon gesehen, nachdem er aber schon auf mich geschossen hätte. Ich hätte den locker kriegen können, der war die ganze Zeit vor meiner Nase. Ich seh die immer nicht, das ist so zum Kotzen. Schade. Warum sehe ich sowas immer nicht? Hast du die Augen auf? Hm. Jetzt also hab ich auch in dem Moment, ich dachte, oh... Gehst mal hinter dieser Säule in Deckung und dann guckst mal, ob da noch einer ist. Und genau in dem Moment hat er schon geguckt. Jetzt habe ich schon so ein riesen Bildschirm, wo ich direkt davor sitze und ich sehe die trotzdem nicht. Bei GTA 7 Days hat das geholfen mit dem größeren Bildschirm. Da sehe ich jetzt gewisse Dinge schon besser als vorher, aber hier irgendwie immer noch nicht. Wollen wir noch einen oder wollen wir noch eine entspannte Runde? Au, ey. Komm doch mal, wie viel Zeit hast du? Würdest du auch beides noch schaffen oder nur eine entspannte Runde Aoi? Jetzt noch machen, würde ich dann entscheiden, je nachdem wie lange das dauert. Ja, dann machen wir gleich die entspannte Runde Aoi, dann kommen wir nicht in den Zeitstress. Oder? Ja, machen wir so, weil ich wollte eigentlich schon um 10:30 rum in der High-Halt. Ja, okay, dann machen wir das so. Dann sind wir hier raus, so. Schade, aber ich glaube, ich war zum ersten Mal auf der Military Base, so richtig. Herzlich willkommen. Dann mach mal wieder was Neues erleben, du. Schön, ohne schön, Scheiß. Schön. Ohne Scheiß und nichts weiter.